Hallo, wir sind immer noch auf der Verstärker und das hier ist die Elnas. Hallo Elnas. Hallo. Erzähl uns kurz, was du bist, was du machst, was du tust. Ich bin die Betreiberin der PR-Booking- und Eventagentur Parvenu. Hier hinten. Ich biete PR-Dienstleistungen, sag ich mal, im soziokulturellen Bereich in Nürnberg, Fürth und Erlangen und bin selber Veranstalterin von ein paar Veranstaltungsreihen. Mehr in Bezug auf die lokale Szene. Also ich versuche. Zum Beispiel? Ich veranstalte zum Beispiel das musikalische Quartett, was jetzt gerade in der Kellerbühne stattgefunden hat. Habe auch zwei größere Veranstaltungen wie das Nürnberger Trash Wrestling und das Akustikgarden Festival. Mache viel Lesungen, Schwerpunkt Popliteratur, sage ich jetzt mal. Und sonst ist, was Leute so an Projekten noch so mit sich bringen, wie zum Beispiel den Sommer- und Winterkiosk in der Rosenau betreue ich mit. Bin sehr verankert in der regionalen Öko-Bio-Szene, für die ich einfach mit Öffentlichkeitsarbeit unterstütze. Wie kann man euch erreichen oder wie kann man euch zum Promoten bringen? Also wir haben eine Internetseite www.parvenu.de, da kann man sich melden und eben vom Projekt erzählen. Ich würde sagen, also ein bisschen das Besondere bei uns ist, dass alle meine Kunden oder mein Klientel natürlich nicht über das benötigte Budget verfügt. Und wie wir arbeiten, ist eben, dass ich den Kooperationspartnern anbiete, Sponsoren zu besorgen, die meine Dienstleistung finanzieren. Gibt es quasi so ein bisschen finanzielle Starthilfe über Dritte? Nee, eigentlich nicht. Also ich steige da nicht finanziell unterstützend mit ein, sondern bestes Beispiel eben der Sommerkiosk findet jedes Jahr bei freiem Eintritt statt. Dementsprechend schwer ist die Finanzierung von der ganzen Veranstaltung und es ist halt einfach kein Budget für Dienstleistungen verfügbar. Und da biete ich eben den Veranstaltern an, so mit Öffentlichkeitsarbeit und PR und bei der Sponsorensuche zu unterstützen und versucht dann praktisch den Kostenpunkt, den ich dafür ansetze, gleich in die Gesamtkalkulation mit aufzunehmen, der sich dann letztendlich, also da, wo man, sag ich mal, zwei Sponsoren benötigt, suche ich dann noch einen dritten und dieser dritte trägt dann meine Kosten. Und es funktioniert ganz gut, ist auch ein Konzept, was sich ziemlich gut trägt in Nürnberg. Ich glaube, es wäre begrüßenswert, wenn es mehr solche Arbeitsmethoden geben würde, weil einfach... Start doch gleich mal einen Aufruf an potenzielle Sponsoren. An potenzielle Sponsoren. Wer zum Beispiel im Kontext von CSR zum Beispiel Lust hat, gemeinnützige Veranstaltungen und Projekte in der Region zu unterstützen, kann sich gerne an mich wenden. Ich kenne da ganz arg viele Vereine und Initiativen, die immer wieder auf Sponsorensuche sind. Wir sind natürlich auch, wir haben natürlich auch unsere Kriterien bei der Sponsorenauswahl. Es muss natürlich sehr themenverwandt sein. Es müssen natürlich politisch korrekte Unternehmen sein. Und mir ist zum Beispiel der regionale Bezug auch immer sehr wichtig. Also wir arbeiten jetzt nicht mit großen Konzernen, die von außerhalb kommen, sondern sind schon so, dass man guckt. Also so die Partei der bibeltreuen Christen dürft ihr euch jetzt durchaus mal sponsoren? Ich wüsste jetzt keins meiner Projekte, was da so thematisch zusammenpassen würde. Schade. Aber melden dürfen die sich natürlich. Voll schön gewesen, glaube ich. Genau. Okay. Ich finde es übrigens voll toll, dass du ein bisschen kleiner bist als ich. Ne? Ich bin trotzdem immer so die Kleinste. Ja, und wie lange machst du das schon? Also unter dem Namen Parvenu arbeite ich seit 11 Jahren hier in Nürnberg und jetzt die Agentur betreibe ich seit 2 Jahren. Ja, und das ist alles selber so auf die Beine gestellt. Ja. Wir sind auch ein reines Frauenteam und da bin ich auch sehr bemüht, dass es so bleibt. Nicht um der Männer zu diskriminieren, sondern weil ich sage es mal, in der Zusammenarbeit mit Frauen sehr viel gute Erfahrungen gemacht habe und da auch so einen Fördergedanken habe. Ich betreue unter anderem auch Uhura, ein bayernweites Mädchen-Musikförderprojekt. Uhura? Ja. Das ist übrigens der Name von dem Lieutenant, dem weiblichen in Star Trek. Ja, die ganz alten Star Trek. Weil auch sie die einzige Frau an Bord war. So. Und wenn man so sich mal die Musikbranche, die männerdominierte Musikbranche so anschaut, ja, ist definitiv so. Also es gibt mehr oder weniger konkrete Zahlen. Also die Frauen, der Anteil an Frauen in der Musikbranche liegt bei 10-15%. Wenn man jetzt mal nicht die klassische Sängerin einer männerdominierten Band so dazu zählt, liegt die Quote tatsächlich nur bei 10-15%. Und bei Uhura setzen wir halt eben bei der gezielten Förderung von jungen Mädchen an. Wir arbeiten sehr viel mit Jugendzentren und Schulen auch zusammen, bieten da Workshops, die auch
nur von weiblichen Dozenten, also von Dozentinnen gehalten werden. Das sind Musikerinnen, DJs, Produzentinnen, Tontechnikerinnen. Genau. Ja, super. Da sitzen wir dann ganz unten im förderwürdigen Bereich an, haben auch einen semiprofessionellen Sektor für Musikerinnen, die schon ein bisschen was machen und sich noch umorientieren wollen. Dann habe ich letztes Jahr einen Musikerinnen-Stammtisch initiiert in Nürnberg. Der findet unregelmäßig im Mutzclub statt, wo ich alle aktiven Frauen hier aus der Region einlade und dann hockt man mal einen Abend zusammen, so in Stammtischatmosphäre. Und sieht, du förderst das Matriarchat total, finde ich sehr gut. Was wäre so die nächste Veranstaltung, die ansteht, die du ein bisschen bewerben willst, wo du sagst, Leute, kommt? Die nächste Veranstaltung muss ich selber schauen. Im Club Stereo, 10 Jahre Russendisco. Wird so chronologisch das nächste. Natürlich das musikalische Quartett findet regelmäßig statt. Ja, und eine kleine Vorschau auf den Sommer. Dieses Jahr findet die Frauenfußball-WM statt. Und wir haben da eine Initiative gegründet. Wir sind ehrenamtliche Frauen hier aus der Region. Zur Hälfte Kulturschaffende, zur Hälfte Fußballerinnen. Und wir begleiten die Frauenfußball-WM dieses Jahr mit 3 Wochen Kulturrahmenprogramm. Und da wird ganz arg viel stattfinden, zum Beispiel Christiane Rösinger, die extra aus Berlin anfährt und da bei der Auftaktveranstaltung ein Konzert spielt. Das ist quasi ein bisschen Saufen und Hooligan-Gesänge für Frauen. Nee, genau das Gegenteil. Also wir haben da so ein bisschen so auch einen politischen Auftrag uns gesetzt, eben weil Frauen im Fußball auch prozentual genauso unterrepräsentiert sind wie Frauen in der Musik. Da tun wir uns zusammen und wollen da ein bisschen die Aufmerksamkeit drauf lenken. Aber es wird keine ernste Angelegenheit, überhaupt nicht. Und die politischen Ansätze sind auch nur sehr indirekt erkennbar. Es wird eher 3 Wochen Halligalli-Programm von Frauen gestaltet für alle. Dann erklären Sie mal kurz abseits, die Abseitsregel. Die Abseitsregel, also da gibt es so eine Linie. Abseits ist, wenn der Pass. Ja, ich hab's von erklärt. Von einem Spieler zum anderen Spieler, der steht noch ein Gegenspieler genau. Dazwischen. Und der darf keine. Wenn das Senfglas vor der Marmelade steht, das ist abseits. Genau. So. Okay, also Elnas, ich danke dir recht herzlich fürs Interview. Das war die Elnas. Hier? Elnas. Okay. Und dann sage ich Tschüss. Danke.